Mann, haben Sie Tomaten auf den Augen? Entschuldigung. Ist denn was passiert? Nee. Kann ich was für Sie tun? Nee. Doch, Sie könnten mich ein Stück mitnehmen. Keine Angst, Hasen beißen nicht. Hübsch, Ihr Jogginganzug. Ich hab gekellnert auf einer Party. Das Kostüm war Wunsch vom Gastgeber. Sehr originell. Und dann hat irgend so ein Witzbold meine Privatklamotten entsorgt. Ich heiße übrigens Rosa Echte. Harry Hansen. Sie sind mir gleich so bekannt vorgekommen, dass ich mal neben so einem berühmten Schauspieler im Auto sitze. Ich bin kein Schauspieler. Nee? Sie sehen ihm aber ähnlich irgendwie. Ich bin Sänger. Oh. Jetzt weiß ich's. Hansen. Hansen-Duo. Ja, genau. Meine Freundin Anastasia ist nämlich ein großer Fan von Ihnen. Vorne können Sie mich rauslassen. Danke. Eine Bitte hätte ich noch. Meine Freundin, die würde sich über ein Autogramm sehr freuen. Aussteigen. Ja, so können Sie nicht weiterfahren. Ich bringe Sie nach Hause. Wow, der geht ja ab wie eine Rakete. Herr Hansen? Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Geht's? Ja. Ah, okay. Geht's? Ja. Herr Hansen? Geht's? Ja, ja. Es geht schon. Warten Sie. Was wird das denn? Na, ich rufe einen Arzt. Sicher nicht. Ich brauche keinen Arzt. Ich brauche nur meine Ruhe. Wiedersehen. Bitte, wie Sie meinen. Was ist denn passiert? Was wissen du da? Entschuldigen Sie.
Nikolaus Röder, ich bin der Nachbar. Ich wollte nur schauen, ob Harry Hilfe braucht. Ja, der braucht einen Arzt, aber ich vermute, der kann keine Ärzte leiden. Ihre Vermutung ist richtig. Ich kann das beurteilen. Ich bin Arzt, wenn auch nur noch gelegentlich. Ich bin Rosa Echte. Ich arbeite auch nur gelegentlich als Plüschhase. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich weiß, ich sehe auch nicht besser aus. Könnt ihr draußen weiterreden? Verdammt nochmal, ich will hier meine Ruhe haben. Ich muss mich für meinen Freund entschuldigen. Es geht ihm im Moment nicht besonders gut. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich gehe dann mal. Wiedersehen. Ah, lieber nicht. Dein Benehmen ist unter aller Sau. Glaubst du, ich mag so sein, wie ich jetzt bin? Du musst wieder lernen, vernünftig zu leben. Viel Schlaf, viel frische Luft und das Essen nicht vergessen. Genau. Hör auf mit der alten Leier. Ich bin schon weg. Mach die Tür leise zu. Wenn du so rummotzt, kann es dir gar nicht so schlecht gehen. Du wärst aber ein so leckerer Hasenbraten. Ja, ja. Aber hallo. Harry Hansen. Ich liebe seine Musik. Danke, Rosa. Er selbst ist aber nicht so sympathisch. Ach, er ist ein Künstler. Die sind alle ein bisschen eigenartig. Was meinst du, was ich hier unten schon erlebt habe? Ich kenne das doch. Dankeschön. Ja, zum Beispiel Lisa, die hat gerade einen Modelwettbewerb gewonnen. Nun muss man mal sehen, was draus wird. Momentan ist er ja noch spendabel, aber wer weiß, wie das in 2 Jahren aussieht. Du, es gibt Leute, die werden so schrecklich knauserig, wenn sie ordentlich Knete verdienen. Der arme Harry Hansen. Charles Tod hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Welcher Charles? Ach, Rosa. Ich höre nur klassische Musik, weißt du das? Das Hansen-Duo. Die haben nicht nur zusammen gesungen, die haben auch zusammen gelebt. Voriges Jahr ist der eine plötzlich gestorben. Und darüber kommt nun der andere nicht hinweg. Ich habe übrigens einen Job. Ehrlich? Was denn? In einem Bekleidungsgeschäft. Eine Spitzenköchin, die Pullover verkauft. Was nebenbei gesagt auch noch ganz schön beschissen bezahlt wird. Mama, du verkaufst dich unter Wert. Ich bin über 40. Ich bin froh, dass ich mich überhaupt verkaufen kann. Ach, hör auf. Tanja hat ganz recht. Was machst du eigentlich hier? Ich musste mal, aber ich muss auch gleich wieder weiter. Wir sehen uns. Hey, das kostet 1 Euro. Schnorr. Oh. Allerdings tut sie so geheimnisvoll. Meine Tochter schreibt Gedichte. Ah, Gedichte. Architektur ist also passé. Wir werden jetzt Dichterin. Ah, ja, ja. Geht auch vorbei. Bestimmt. So, muss jetzt Pullover verkaufen. Und ich muss putzen. Also, ich bin keine Putzfrau. Ich habe den Kühlschrank aufgefüllt. Tu mir den Gefallen und bedien dich. Du bist nicht der Einzige, der seine große Liebe verloren hat. Du weißt, wovon ich rede. Lass mich in Ruhe. Das könnte dir so passen. Ist was? 9421519. Bitte sprechen Sie nach dem Signal. Willst du nicht rangehen?
Hallo, hier ist nochmal Vivian Connaught. Lieber Harry Hansen, da ich Sie... Vivian Connaught? Wer ist das denn? Charles' Schwester. Charles hat eine Schwester? Zwillingsschwester. Ha. Er hat sie nie erwähnt. Ja, sie hat 20 Jahre nicht gesehen. Ich fliege übermorgen nach Europa und ich würde... Und, willst du dich mit ihr in Verbindung setzen? Ich bin mir nicht sicher, ob Charles das gewollt hätte. Mach doch einfach mal, was du willst. Ich mach jetzt, was ich will. Ich besorg dir eine Haushälterin. Das will ich nicht. Vertrag keine Fremden hier. Harry Hansen, du gehst mir sowas von auf die Pöms. Iss was. Komm her. Aha. Sonst lass ich dich zwangsernähren. Mani, Mani, Mani. Tag. Krupka, Hausdetektiv. Na, schöne Frau, das Leben noch frisch? Aber immer, Herr Krupka. Ich heiße Horst, meine Freunde nennen mich Hotte. Rosa. Rosa. Heute Abend nach Feierabend ziehen wir ein bisschen um die Häuser. Prima Idee, wirklich. Aber ich habe im Moment ein bisschen viel um die Ohren. Ach was, weißt du, wir machen es das gemütlich, dann hast du das alles hier vergessen. Das ist nicht so einfach. Aha, wir sind ein bisschen kompliziert, was? Na schön, dann sei es mal unkompliziert. Kein Bock. Hallo! Stehen bleiben! Moment. Stehen bleiben! Moment. Halt! Sagen Sie, was soll denn das jetzt hier? Das hast du doch mit Absicht gemacht. Ich wollte nur helfen. Ja, ja, ich will Ihnen mal was sagen, ja? Das wird Konsequenzen für Sie haben. Und darauf können Sie sich verlassen. Mama? Wo kommst du denn jetzt her? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wozu hast du eigentlich ein Handy? Entschuldigung. Warum bist du denn hier im Dunkeln? Weil ich mich schäme, dass meine Tochter klaut. Wie so ein Strampelanzug. Weil ich den bald brauchen werde. Oh mein Gott. Du bist 17, du gehst in die Schule, du willst studieren, das geht doch gar nicht. Eine Abtreibung kommt nicht in Frage. Ja, davon rede ich ja auch nicht. Was sagt denn der glückliche Vater? Gibt's nicht. Oh, gibt's nicht. Es war ein One-Night-Stand. Ein One-Night-Stand? Wie cool! Und was ist, wenn dein Kind dich mal nach seinem Vater fragt? Was ist denn mit meinem Vater? Das ist ja wohl was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. Ich war volljährig. Ich nehme mein Kind Emil, auch wenn es ein Mädchen wird. Klaust du eigentlich öfter? Manchmal Schokoriegel, wenn mein Taschengeld nicht mehr reicht. Oh, bitte wein jetzt nicht. Das wollte ich nicht. Du bist schwanger und musst klauen, weil wir kein Geld haben. Alles nur wegen Arthur. Jetzt fang nicht wieder mit Arthur an. Dafür kannst du nichts und ich bin auch auf ihn reingefallen. Anastasia nicht. Anastasia, was versteht die denn schon von Männern? Hat die mal geheiratet? Hat die überhaupt Kinder? Keine Ahnung, darüber redet sie nie. Naja. Wir müssen uns was einfallen lassen, die haben ja gekündigt. Meinetwegen. Oh, Scheiße. Danke.
Frau Echte, das ist ja eine Überraschung. Sie? Wie geht's denn Herrn Hansen? Er lebt noch, machen Sie sich keine Sorgen. Arbeiten Sie jetzt hier? Ja, wonach sieht's denn aus? Rosa! Dumme Frage, entschuldigen Sie. Spezial ist fertig. Ja, ich muss weitermachen. So, bitteschön. Danke sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Oh, hallo. Brauchen Sie den noch? Vielen Dank, danke. Sie wissen gar nicht, was... Bitte. Moment. Nee, schon gut. Ja, bitte. Nein, danke reicht völlig. Danke. Ja. Frau Echte, haben Sie irgendwann mal Pause? Meinen Sie gewerkschaftlich garantiert oder so? Nee, warum? Ich hätte da nur eine Frage. Ich weiß nicht, ob... Das sind wir, Frau Echte, kennst du? Sie hat im Domkeller gekocht. Von einer solchen Haushälterin kannst du nur träumen. Ah, der rosa Hase. Heute ohne Fell? Nicht gut? Bitte, kommen Sie rein. Jetzt reiß dich bloß zusammen. Wieso? Ich hab dir versprochen, ich probier's mit dir. Dir zuliebe? Was heißt denn mir zuliebe? Du brauchst eine Haushälterin, Nikolaus. Auch wenn du nicht müde wirst, immer wieder das Gegenteil zu behaupten, habe ich den Eindruck, das Thema Frauen ist noch nicht passé. Blödsinn. Herr Röder? Das ist die Küche. Schön. Gassiat. Gut. Ah. Ist das eine Spülmaschine? Ja, aber die geht nicht auf. Nein. Oh. Da ist es. Ich dachte mir, wir vereinbaren eine Probezeit. Ja, das wollte ich Ihnen auch vorschlagen. Nur noch einige Grundregeln. Ich hasse Fragen nach meinem Gesundheitszustand, Gemüts- und sonstigen Zuständen. Ich hasse es überhaupt, durch Gespräche belästigt zu werden. Und das Telefon ist für Sie verbotene Zone. Alles klar, ich mache meine Arbeit und der Rest geht mich nichts an. Genau. Wären Sie mit 400 in der Woche einverstanden? Herr Hansen? Hab keinen Hunger. Wollen Sie nicht wenigstens mal probieren? So. Bitte. Und Sie, essen Sie nichts? Ich koche hier. Allein schmeckt's mir nicht. Herr Röder? Ja? Haben Sie schon zu Mittag gegessen? Nein. Na, komm doch her. So. Meine Güte, riecht das gut. Ich hol noch Gedeck. Fang ruhig an. Guten Appetit. Bitte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal so richtig mit Appetit gegessen habe. Na bitte. Und bald wirst du dich auch wieder an deinen Flügel setzen. Nikolaus, es reicht, wenn meine Plattenfirma nervt. Weißt du, was die von mir verlangen? Kannst mir denken. Im Sommer soll mein neues Album fertig werden. Zitat, noch ist es möglich, an die Erfolge des Hansen-Duos anzuknüpfen. Klari, das ist doch meine Meinung. An gar nichts werde ich anknüpfen. Das war köstlich. Ich komponiere keine Zeile mehr.
Schwuchtel fallen lasse, ob ich nach Charles Tod einfach so weitermachen könnte. Harry Hansen, dieser Schlagerfuzzi? Mhm. Bleib bei mir, ich will dich mitmachen. Mhm. Nein. Ist ja witzig, nur wenn er gut zahlt. Mhm. Ja, langsam geht's aufwärts. Wie willst du das eigentlich machen mit der Schule? Wie jetzt? Ja, wie jetzt? Mit dem Baby? Fürs Schreiben braucht man kein Abitur. Na prima. Keine Schule, keine Ausbildung, keinen Job, aber schwanger. Ja, schrei doch noch lauter. Ja, wovon wollt ihr leben? Da findet sich schon irgendwas. Na, mit deinem Geschreibsel wirst du jedenfalls kaum was verdienen. Ich weiß, was dein Problem ist. Du hast es nicht geschafft und deswegen denkst du, ich schaff's ja, auch genau. nicht. Genau, und weißt du warum? Weil ich mit dir schwanger geworden bin und meinen Beruf als Tänzerin aufgeben musste. Du wärst eine Riesentänzerin auf den Showbühnen geworden und ich bin schuld. Nein, Tanja, das habe ich doch gar nicht so... Ach, da bist du ja. Ist was passiert? Nee. Was ist das denn? Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Ich habe doch erst in einem Monat Geburtstag. Stell dir vor, das ist mir sogar bekannt, aber deine Waschmaschine ist schon heute kaputt. Anastasia, du kannst mir doch keine Waschmaschine schenken, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ah ja, komm, halt den Mund, schließ auf und fahr mit rein. Bist du wahnsinnig geworden? Außerdem brauchst du auch gar keine Angst zu haben, dass ich mich etwa deinetwegen ruiniert habe. Ich habe das nicht mehr oder weniger umsonst gekriegt. Mehr oder weniger? Ja, das war ein Tipp von einem meiner Kunden im Goldwasser. Das ist ein sogenannter Lagerüberstand. Weißt du, musste ganz schnell raus, um Platz zu machen für die Neuen, die da kommen. Guck mal, passt doch prima hin. Danke, Anastasia. Was würden wir ohne dich machen? Wahrscheinlich mit der Hand waschen. Sie hat auch schon einen Namen für ihr Kind. Soll Emil heißen. Emil? Das ist typisch Tanja. Naja, dann auf Emil. Ein Kind ist etwas Wunderbares. Aber sie ist 17 und sie will die Schule schmeißen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Da werde ich sie mir mal vorknöpfen. Wo ist sie überhaupt? Bei Natalie. Immer wenn wir Krach haben, ist sie bei Natalie. Naja. Ach was. Wir sind zu dritt. Werden wir doch ein Kind groß kriegen. Selbst ein Emil. Köln, die 94215 19. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Hallo, lieber Harry Hansen. Hier ist nochmal Vivian, die Schwester von Charles. Ich bin sehr traurig, dass wir uns nicht erreichen können. Ich bin auf dem Weg nach Deutschland. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass ich den Lebensgefährten meines Bruders endlich kennenlernen kann. Bitte rufen Sie mich zurück. Wohnzimmer schon fertig? Nein, noch nicht. Ich wollte nur sagen, da war gerade ein wichtiger Anruf für Sie. Ich entscheide, was wichtig ist oder nicht. Außerdem, das Telefon ist für Sie tabu. Schon vergessen? Nein. Ich dachte, weil... Das war die Schwester von Charles und sie kommt nach Köln und sie möchten Sie bitte unbedingt Frau Echte, zurück. Ein für alle Mal. Mischen Sie sich da nicht ein! Bin ich schwerhörig? Wollen Sie jetzt arbeiten oder kann ich weiter? Das geht Sie einen Scheißdreck an, weil ich arbeite! Das ist typisch Harry. Aber glauben Sie mir, so schnell wie er ausrastet, so schnell beruhigt er sich auch wieder. Vergessen Sie es einfach. Ja, kann mir ja auch egal sein, wen er anruft oder ob er arbeitet. Klar. Es ist Ihnen aber nicht egal. Ich glaube, der müsste einfach nur wieder arbeiten, dann wäre alles gut. Ja, natürlich. Aber er sagt, er kann nicht. Das habe ich damals auch gesagt. Haben Sie auch jemanden verloren? Ich meine, den Sie sehr geliebt haben?
Nö, wie kommen Sie denn da drauf? Entschuldigen Sie, ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Ich muss wieder rüber. Ach so, danke für den Saft. Ja. Hallo. Na, du traust dich was. Rennst von zu Hause weg, willst die Schule schmeißen und kriegst ein Kind. Warum zerbrecht ihr euch alle meinen Kopf? Ich krieg das schon irgendwie auf die Reihe. Mutter werden ist eine große Verantwortung und davon bist du im Moment leider noch meilenweit entfernt. Ich dachte wenigstens, du stehst hinter mir. Ach, verflixt noch mal, ich freue mich drauf. Komm her, du dumme Nuss. Danke. Oh, das schaffen wir schon. Aber mit Mama kannst du... Nein, mit Mama kann ich nicht. Das ist eure Sache. Da mische ich mich nicht ein. Nur die Schule, die machst du zu Ende. Anastasia, welch ein Glück, Sie hier zu sehen. Tja, ich arbeite hier. Genau darum geht es. Könnten Sie sich vorstellen, zu mir in die Sendung zu kommen? Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Sie kennen die Sendung vielleicht. Es geht bei uns darum, dem Publikum jede Woche besondere Menschen vorzustellen, Leute, die Geschichten zu erzählen haben. Ja, aber was ist denn an der Klofrau ganz besonders? Sie sollten jetzt Ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen. Sie arbeiten seit Jahren hier im Goldwasser. Sie kennen die Prominenz kennt Sie. Ich würde gerne von Ihnen diese Geschichten hören. Ich würde gerne fragen. Nein, das glaube ich nicht. Und wenn ich Sie ganz lieb bitte? Ich werde drüber nachdenken. Ich rechne mit Ihnen, okay? Sag mal, warst du schon immer Klofrau oder was hast du vom Goldwasser gemacht? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Okay, ich muss los. Ich möchte mich entschuldigen. Vergessen Sie's. Ich bin manchmal ein echter Kotzbrocken. Manchmal? Bitte kommen Sie zurück. Wir trinken eine Flasche Champagner zusammen zur Versöhnung. Weiß ich jetzt auch nicht, warum ich das mache. Weil Sie ein großes Herz haben. Wirklich, kommt aber öfter. Natürlich wäre Arbeiten das Beste. Aber ich kann nicht. Immer wenn ich mich an den Flügel setze, muss ich an Charles denken. Daran, dass ich ihn umgebracht habe. Er ist an einem Herzinfarkt gestorben, aber ich habe ihm das Herz schwer gemacht. Charles wollte musikalisch unbedingt was Neues ausprobieren. Ich war strikt dagegen. Wir haben viel gestritten. Als ich ihm dann vorschlug, das Hansen-Duo aufzulösen, hat er seine Pläne sofort aufgegeben. Ich habe nicht begriffen, dass er Angst hatte, dass ich mich dann auch privat von ihm trennen würde. Ich habe nur an mich gedacht. Und dann? Dann hatte er überhaupt keine Lust mehr an der Arbeit und wurde richtig depressiv.
verstehe schon, dass Sie sich Vorwürfe machen, aber Sie haben keine Schuld an seinem Tod. Ich fühle mich aber schuldig. Das wird immer so bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass es in Charles' Sinne wäre, wenn Sie jetzt überhaupt keine Musik mehr machen. Auf Charles. Köln, die 942159. Bitte sprechen Sie nach dem Signal. Hallo, lieber Harry Hansen, hier ist nochmal Vivian. Ich bin gerade in Frankfurt gelandet und würde mich... Ich weiß jetzt nicht, warum ich das mache. Jetzt haben wir nie miteinander gesprochen, aber ich würde mich so riesig freuen, wenn wir uns doch... Ja, hallo? ...treffen können. Ja, ja, ich mich auch. Ich freue mich auch. Hey, deine Mutter. Sie hat schon ein paar Mal bei uns angerufen. Na los, geh schon. Nein, ey. Tschüss. Tschüss. Was gibt's? Ach, nichts Besonderes. Wollte nur mal gucken, ob's dir gut geht und so. Ja, geht's mir. Und dann wollte ich dir auch sagen, das habe ich nicht so gemeint. Das mit dem Geschreibsel. Hm? Naja, vielleicht hattest du ja einen schlechten Tag oder sowas. Okay. Frieden? Okay. Aber das Geschreibsel, das möchte ich schon mal gerne sehen. Naja, vielleicht mal gelegentlich. Komme ich gelegentlich drauf zurück? Ach komm, ein bisschen. Ist ja gut. Na komm. Kinder, die Kinder kriegen, die sind zu Hause am besten aufgehoben. Ich habe schon den ganzen Tag Appetit. Ja, ist das ein Vitamin drin? Ja. Aber das Thema Schule ist noch nicht vom Tisch. Sagen wir mal, die Entscheidung ist vertagt? Okay, gut. Vertagt. Sieht aus, als hätten Sie Ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Von wegen. Für mich gab es früher nur meine Patienten und die Klinik. Meine Frau hat in unserem Garten gezaubert. Ich wollte nur nicht alles verkommen lassen nach ihrem Tod. Naja, und seit einem Jahr kümmere ich mich auch um Harrys Garten. Warum arbeiten Sie eigentlich nicht mehr? Ich meine, Sie sind doch noch gar nicht so... Stimmt, so alt bin ich noch nicht. Aber ich bin auch nicht mehr jung genug, um als plastischer Chirurg besser zu werden. Deswegen habe ich mich weitgehend aus der Klinik zurückgezogen. Ja, wenn man sich's leisten kann. Es ist wohl wahr. Ich habe für sowas überhaupt kein Talent. Dafür haben Sie andere. Sie sind eine Spitzenköchin. Spielt Klavier. Tatsächlich. Naja, Klavier spielen kann man das nicht nennen. Aber immerhin. Warten Sie. Ich habe was für Sie. Eine Cyanotus aus Mexiko. Haben Sie den Balkon? Ja. Sie blüht den ganzen Sommer. Danke. Ist schön. Sie sind schön. Albern kann ich mich alleine. Sie sind schön. Weißt du, seit Arthur will ich sowas nie wieder hören. Man sollte nie, nie sagen. Er ist Schönheitschirurg. Weißt du, Falten aufspritzen und Fett absaugen, Busen vergrößern, was ist das für ein Beruf? Auf jeden Fall bringt er viel Knete. Na und? Was ist er für ein Typ? Ja, sieht gut aus. Charmant, so. Rosa, jetzt lass dir doch bitte nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Ja, was denn? Männer eben. Männer? Nicht alle Männer sind Verbrecher. Was weißt du denn schon, Anastasia? Oh, mein liebes Kind, ich weiß eine ganze Menge mehr, als du dir vorstellen kannst. Ah ja? Was denn? Nichts. Gar nichts. Ich bin eigentlich nur gekommen, weil ich dich um einen Gefallen bitten wollte. Alles, was du willst, Anastasia. Aber du darfst nicht lachen. Nein. Weißt du, ich würde so schrecklich gerne mal
die Villa sehen. Und den berühmten Flügel, wo er alle seine Lieder komponiert hat. Willkommen in Deutschland, Frau Connert. Ich hoffe, ich kann Ihnen Ihren Aufenthalt... Das ist Rosa Echte, meine Haushälterin. Nice to meet you. Danke. Kommen Sie, wir nehmen erstmal einen Willkommensdrink. It's so lovely. Ich bin ja so happy, dass wir uns endlich kennenlernen. Ich auch. Ich auch. Ich könnte ja über die deutsche Presse alles über das Hansen-Duo erfahren. Ihr wart so ein wunderbares Paar. Leider habe ich ja Charles so lange nicht gesehen. Aber sein Tod hat mich sehr mitgenommen. Er hat nicht leiden müssen. Das ist das Einzige, was ich Ihnen zum Trost sagen kann. Ich habe eine Bitte. Ich schaffe es einfach nicht, Sie zu sagen. Für mich gehörst du doch zur Familie. Vivian. Harry. So eine wunderbare Stimme. Schon als kleines Kind hat er jeden Schlager mitgesungen. Mir hat er mir erzählt, er hätte früher nur Rockmusik gehört. Ach, das hat er erzählt. Naja, das war dann vielleicht später als Teenager. Das kann ja wohl nicht wahr sein, schon wieder dieselbe Nummer. Mann, jetzt beruhig dich doch mal. Ich will mich nicht beruhigen und beruhige mich auch nicht. Ich hab's doch nicht mit Absicht gemacht. Wie willst du eigentlich mit einem Kind zurechtkommen? Was hat das denn jetzt damit zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun, so schusselig wie du bist. Stör ich? Oh, nee, Entschuldigung, Herr Hansen, das ist nur meine Tochter Tanja. Hallo, Tanja. Hallo, ich bin gleich wieder weg, tut mir leid. Ja, sie hat den Wohnungsschlüssel verbummelt. Vorige Woche ihren, heute meinen und jetzt stehen wir da. Schlüsseldienst? Ja, klar. Kostet nur 213 Euro. Das weiß ich deswegen so genau, weil dieselbe Nummer hatten wir schon mal vor einem halben Jahr. Keine Sorge, eigentlich ist sie ganz verträglich, nur ich bringe sie so auf die Palme. Was machst du denn sonst so? Wenn du nicht gerade deine Mutter ärgerst. Dies und das. Und am liebsten? Ich schreibe. Am liebsten Gedichte. Sie schreibt Gedichte. Mhm. Kann man die wohl lesen? Ja. Kann Ihnen ja mal was zeigen. Weiß nicht, ob Sie was damit anfangen können, aber... Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Ich habe noch nichts zu lesen gekriegt. Machen Sie uns einen Kaffee? Ja, Kaffee, klar. Ohne dich zu sein, hab ich mich so beeilt. Endlich ich, endlich groß, endlich stark, endlich gut. Ohne dich zu sein, ist, als wäre ich zerteilt. Ohne Kopf, ohne Herz, ohne Spaß, ohne Mut. Ohne dich zu sein, ist wie Stille in der Panik. Wir stehen im Laufen wie Steine. Wunderbar. Man spürt richtig den Spirit von Charles. Wann hat er das geschrieben? Das hat nicht Charles geschrieben, sondern die Tochter meiner Haushälterin. Oh.
meinen Küchen. Wie geil ist das? Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Es ist ganz toll, dass ich das hier noch schaffe. Kränzchen hier auftauchen. Wenn Harry mitkriegt, dass ich hier Hausbesichtigung organisiere, bin ich fristlos entlassen. Ach komm, du hast gesagt, er ist bei seiner Plattenfirma und Vivian ist shoppen. Ich werde ohnmächtig. Euer Auftritt war auf der ganzen Straße zu hören. Also jetzt übertreibst du schamlos. Bleib bei mir, ich brauch dich heute. Entschuldigen Sie, habe ich Sie erschreckt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe eine wunderbare Neuigkeit. Ich wollte es Ihnen eigentlich schon heute Morgen erzählen, aber dann kam der Besuch. Welcher Besuch? Die Taxe mit den Damen. Weiß ich jetzt auch nicht. Was ich sagen wollte, Harry hat gestern die halbe Nacht am Flügel gesessen. Ach. Und er hat wunderbar gespielt. Ja. Wo ist er überhaupt? Ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Der ist in Hamburg bei seiner Plattenfirma. Ach so? Mhm. Hat da nicht vorhin jemand Klavier gespielt? Bitte verraten Sie uns nicht. Ich habe nichts gesehen und ich habe nichts gehört. Danke. Harry hat wieder Lust zu arbeiten. Und das ist alles Ihr Verdienst, Rosa. So ein Quatsch, das liegt daran, dass die Schwester von Charles da ist. Pardon, ich habe vergessen, dass Sie auf Komplimente allergisch sind. Guten Abend, Frau Connor. Alles okay? Ja, was? Ja, alles so, alles okay. Ich habe Ihnen ein bisschen in der Küche vorbereitet. Ja. Ja, danke. Tschüss. Also, Cecilia auch nicht. Aber das hätte ich dir gleich sagen können. Für meine Freundin lege ich die Hand ins Feuer. Wir tun so etwas nicht. Aber das Bild ist weg und für Harry ist das sowas wie eine Reliquie. Echt scheiße. So, das war's. Hier, schöner Job. Ich werde hochkant gefeuert. Ach, Rosa, du kannst dir nicht vorstellen, wie leid mir das tut. Aber du musst mir einfach glauben, wir waren es nicht. Ja, das da, siehst du, das war das Foto, was auf dem Altar stand. Das? Mhm. Ja, Bingo. Alles andere ist nur noch eine Frage der Technik. Wie?
Vivian. Schön, dass du wieder da bist. Du bist wie Charles. Der hat sich auch immer wahnsinnig gefreut. Ganz egal, wie lange ich weg war. Eine Woche oder nur eine Stunde. Rosa! Was ist das? Ich glaube, ich muss Ihnen da was erklären. Und dann? Ja, dann habe ich alles gebeichtet. Von eurer Besichtigungstour und von der Beschaffung vom Ersatzfoto. Und Harry Hansen ist tierisch ausgerastet. Nee, der hat sich totgelacht. Echt? Ja. Es war nämlich so, er nimmt das Bild von Charles immer mit auf Reisen. Ach so. Na klar. Nur diese Frau Connard, die fand das nicht wirklich komisch. Naja, meine Kanasterfreundin, die du beschuldigt hast, das Bild geklaut zu haben, auch Entschuldige, nicht. Das mache ich wieder gut, Anastasia. Ja, mit einem 6-Gänge-Menü, okay? Acht. 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 Aber jetzt habe ich noch eine Überraschung. Achtung. Das ist aber. Hab ich mich so beeilt. Endlich ich. Das ist der neue Song von Harry Hansen mit Text von Tanja Echte. Das ist mein Textsong. Nein, ich meine, dann hat sich das Geschreibsel ja doch gelohnt. Ja, und jetzt pass mal auf. Ich soll dir ausrichten, wenn du möchtest, dann würde er gerne mit dir zusammenarbeiten. Nein. Wie geil ist das denn? Zwick mich mal. Oh ja. Ja. Super. Ich habe auch was zu feiern. Ah ja, was denn? Er hat mir die Probezeit erlassen. Ah, oh Mann, es geht aufwärts mit der Familie Echte. Ja. Mach es auf. Du wirst staunen. Das ist Paul. Paul. Sie ist von Charles. Da war er zwei. Da waren wir 2 Jahre alt. Charles. Guck mal. Weißt du, was das ist? Damit hat er seine ersten Texte geschrieben. Mit 10 Jahren. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, Tanja ist jetzt da. Tanja? Sie haben sich mit meiner Tochter zum Arbeiten verabredet. Ah ja. Rosa, das ist gerade ganz schlechtes Timing. Harry ist emotional gerade sehr aufgebracht. Ja. Könnten wir den Termin nicht verschieben? Ja, klar, klar. Wenn Sie sich jetzt nicht fühlen. Da hat er reingebissen. Harry, ich möchte dir diese Sachen schenken. Vivian. Der findet meine Texte doch scheiße, deswegen hat er abgesagt. Nein, wie kommst du auf den Schwachsinn? Warum will er dann nicht mit mir zusammenarbeiten? Will er ja nur nicht heute. Der will mich loswerden, der hat einen anderen Texter für sein neues Album und so ist das. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Und außerdem in dem Geschäft muss man immer mit sowas rechnen. Also, was ich meine ist, also, Abitur, ja, das hat noch keinem geschadet. Du bist manchmal so ätzend. Und ein abgeschlossenes Studium auch nicht. Hm. Hallo. Hallo.
Wie geht es Harry? Arbeitet er fleißig? Oh, nee, nicht wirklich. Frau Connard nimmt ihn völlig in Beschlag. Charles hier, Charles da. Gibt kein anderes Thema. Siehst du mal die Schwester? Ja, schon. Aber das ist ein bisschen viel. Die ist komisch, die Frau. Mal was ganz anderes. Ich habe Konzertkarten für heute Abend. Tschaikowski. Hätten Sie Lust, mitzugehen? Vielen Dank für die Einladung, aber ich mache mir überhaupt nichts aus klassischer Musik. Schade. Vor 20 Jahren habe ich hier das letzte Mal rumgestanden. Seither bist du nie wieder zurückgekommen. Hast Charles nie wieder gesehen? Charles und ich waren immer unzertrennlich, bis ich John, meinen späteren Mann, kennenlernte. Und danach war alles nie wieder so wie vorher. Na, es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen. Nach der Trennung von meinem Mann hatte ich auch genug vom Leben auf der Farm. Ich konnte einfach keine Schafe mehr sehen. Dann bin ich mit meiner Tochter nach Auckland gezogen. Die Kleine fühlt sich wohl in der Stadt? Oh, Robin ist der größte Schatz, den ich habe. Ich würde nie etwas tun, was ihr nicht gefällt. Warum hast du Robin nicht mitgebracht? Und das nächste Mal, ja? Ich lade euch selbstverständlich ein. Oh, Harry, du bist wirklich der großzügigste Mensch, den ich kenne. Das ist ganz eigennützig von mir. Du kokettierst. Zum Beispiel die Sache mit deiner Haushälterin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sonst jemand so gelassen reagiert hätte. Ich meine, deine Villa ist ja schließlich kein Museum, in dem man einfach fremde Leute herumführt. Oh, ist das Pampas Grass? Du, das wächst bei uns überall. Aber das war doch nicht nötig. Sie haben mich schon so viel beschert. Wollt ihr noch einen Abend? Ja. Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann bist du lieber hier mit mir im Goldwasserklo als mit Professor Röder in einem Konzert. Mhm. Also, weißt du. Rosa, echte, manchmal hast du eine echte Meise. Ach, da hat sich ganz schnell getröstet. Oh, höre ich da was wie Eifersucht? Nein. Nein. Ja, guck mich nicht so an. Ich habe kein Interesse mehr an Männern. Und an Nikolaus Röder schon gar nicht. Da gehen ja die Weiber nur so ein und aus. Mhm. Hm. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich nicht für Klassik interessiere. Jetzt hält er mich bestimmt für dämlich. Naja, aber das kann dir doch jetzt ganz egal sein. Ja. Hm. Liebe Robin, nun ist es schon so viele Tage her, dass ich dich, meine geliebte Tochter, nicht mehr in den Armen hatte. Mein liebes Kind, hast du dich schon besser an den Rollstuhl gewöhnen können? Rollstuhl? Die Ärzte sagen, dein Zustand sei momentan unverändert. Das heißt, es wird zurzeit nicht schlimmer und sie sehen eventuell eine Möglichkeit, dir zu helfen. Ich bin's nur. Frau Connard ist spazieren gegangen, aber sie wollte bald zurück sein. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich brauche einen Rat. Ja. Ich habe herausgefunden, dass Vivians kleine Tochter Robin
sehr, sehr krank ist und seit kurzem im Rollstuhl sitzt. Das arme Mädchen ist ja furchtbar. Vivian hat mir nichts davon gesagt. Sie hat sehr viel von sich und Robin erzählt. Hm. Kann man schon verstehen. Sie wollte wohl kein Mitleid. Hm? Vielleicht kann man dem Mädchen helfen. Ich habe ja keine Ahnung von Neuseeland. Die wohnen auch nicht mehr auf irgendeiner Farm, sondern in der Stadt. Aber vielleicht gibt es ja doch irgendwo auf der Welt bessere Behandlungsmöglichkeiten. Hm. Woher wissen Sie das mit Robin? Ich habe einen Brief von Vivian an ihre Tochter gelesen. Oh. Der war in dem Kästchen. Was mache ich Ihnen jetzt? Reden Sie mit Vivian. Sie haben ja nicht in Ihren Sachen rumgestöbert, oder? Nee. Danke. Du bist meine Schwägerin, Robin ist meine Nichte. Ihr seid meine Familie. Natürlich helfe ich euch. Das bin ich auch Charles schuldig. Das ist so lieb von dir. Aber das geht nicht. Warum? Ich habe mich in der ganzen Welt nach neuen Behandlungsmöglichkeiten umgehört. Ja, und? Es gäbe eine Operation, durch die Robin vielleicht wieder laufen könnte, aber das macht nur eine Klinik in den USA und die ist total teuer. Wie teuer? 250.000 Euro. Hm. Naja, so viel habe ich natürlich nicht so rumliegen. Aber sinnvoller habe ich noch nie in meinem Leben Geld ausgegeben. Kann ich nicht annehmen. Du bist gar nicht gefragt. Robin wird sicher wieder ganz gesund werden. Guten Tag. Tag. Kommen Sie rein. Ach, Diese war eindeutig zu jung für ihn. Rosa? Ja? Haben Sie meinen Schwager gesehen? Wir wollten zusammen in die Stadt fahren. Ja, ich soll ihn ausrichten. Er hat einen Termin bei seinem Banker bekommen. Oh, das ist ja wunderbar. Ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen für Ihre Tochter. Pardon? Entschuldigung, Herr Hansen, der hat mir alles erzählt. Oh, it's okay. Ist nur, von allein hätte ich Harry nie darum gebeten. Manchmal ist es ganz nützlich, wenn Briefe in die falschen Hände geraten, ne? Excuse me? So, Madame. Ich helfe Ihnen jetzt. Anastasia? Ganz langsam. Ja, danke. Wir machen das schon. Was ist denn passiert? Kommen Sie, ganz langsam. Ach, was soll denn passiert sein? Geht's dir nicht gut? Das geht schon. Sie hatte wohl einen Schwächeanfall. Die Leute vom Goldwasser haben mich gerufen. Oh, ich kümmere mich drum, ja. Ist schon bezahlt? Erledigt, ja. Vielen Dank. Wiedersehen. Dank. Wiedersehen, Dank. Sag mal, was machst du denn für Sachen? Oh, ich mache überhaupt keine Sachen. Aber du weißt doch, wie die sind. Die machen aus jeder Mücke einen Elefanten. Ich bin schon wieder topfit. Ja, so siehst du aus. Ja. Sage dir, Anastasia, wenn du morgen früh nicht gleich zum Arzt gehst, dann rede ich kein Wort mehr mit dir. Ach, Unsinn. Was soll ich denn beim Arzt? Mir geht's gut. Setz dich mal. Das ist Danke. Wahrscheinlich Tanja. Okay. Anastasia, was machst du für einen Scheiß? Ich mach schon. Okay. Leg dich mal hin. Ja. Gibt's was Neues von Harry Hand? Danke. Nee. Er sagt, er arbeitet mit mir und dann hat er nie Zeit. Diese Vivian nimmt ihn völlig in den Beschlag. Hm.
Dieser saturierte Geldsack. Ich wusste eh, dass das mit uns nichts wird. Du, hör mal, was ich dich eigentlich schon gestern fragen wollte. Hättest du vielleicht Verwendung für ein Notebook? Wie kommst du denn jetzt darauf? Na ja, weil ein Freund von mir seins loswerden will, weißt du, der... Teuer, oder? Nein, ziemlich billig. Der wie viel denn? 100. Neu? Nein, nicht ganz neu. Ein bisschen gebraucht hat er schon, aber er hat keine Freude mehr dran, weißt du, die Farbe gefällt ihm nicht mehr. Farbe gefällt ihm nicht. Solche Sorgen will ich auch mal haben. Hier, trink mal. Danke. Du, weißt du, das wäre dann ein Geschenk von mir? Für dich? Ja. Für gute Noten. Erpressung. Rosa? Ja? Ich brauche einen Spaten. Einen Spaten? Wozu brauchen Sie einen Spaten? Ja, wir wollen zum Friedhof. Ich möchte mich mit meinem Zwillingsbruder versöhnen, bevor ich wieder fahre. Deswegen habe ich ihm einen Brief geschrieben. Den soll er bekommen und dann sind wir wieder vereint. Haben Sie einen Spaten? Sie wollen den Brief... Sie wollen sein Grab aufbuddeln? Ja. Wisst ihr jetzt nicht, was Sie das angeht? Ja, nee, Spaten, ja. Lieber Charles, für eine Versöhnung ist es nie zu spät. Ich hoffe von ganzem Herzen, du verzeihst mir. Irgendwann wirst du mir alles erzählen, ja? Lass mir noch etwas Zeit. So viel du willst. Du weißt, ich stehe auf der Warteliste. Es kann sein, dass ich übermorgen fliege. Ich hätte dich gern länger als nur ein paar Tage bei mir gehabt. Ich weiß, Robin wartet auf dich. Oh, Harry, danke nochmals so sehr für alles. Keine Dankesreden, das hast du mir versprochen. Sag mal, arbeitet Frau Echte schon lange für dich? Nein, erst ein paar Tage. Ich finde sie wunderbar. Na, dann ist ja gut. Wieso? Ist irgendwas? Nein. Sie hat mir nur irgendwie unterstellt, ich hätte den Brief an Robin, wie sagt man, absichtlich im Wohnzimmer liegen lassen, damit du ihn findest und dich verpflichtet fühlst, mir zu helfen. Warum soll sie sowas machen? Keine Ahnung, aber sie wäre nicht die erste Haushälterin, die es auf das Geld ihres Arbeitgebers abgesehen hat. Ah, brauchst keine Angst haben, die ist schwer in Ordnung. Ja, wahrscheinlich irre ich mich total. Ja, weißt du, warum ich hier bin? Weil ich mir Sorgen mache. Danke. Du hättest zu Hause bleiben sollen. Ach was? Ich habe noch nie krank gemacht. Du bist auch noch stolz drauf, was? Ja. Anastasia, wirklich. Hallo. Anastasia, ich grüße Sie. Wie sieht's aus? Nein, ich habe mich schon besser gefühlt. Ich hoffe, dass Sie trotzdem in meine Sendung kommen. Nein, nicht. Sie hatten mir versprochen, es sich noch mal zu überlegen. Nein, bitte, ich möchte nicht ins Fernsehen. Ich finde das sehr schade, nicht nur für mich, sondern auch für die Zuschauer. Es gibt nicht viele Menschen, die so ein interessantes Leben haben wie Sie. Was wissen Sie denn von meinem Leben? Ich würde gerne Fragen stellen. Geben Sie mir die Chance dazu. Nein. Nichts zu machen? Ich kann nicht. Frau Arendt, ist Ihr Leben. Alles Gute. Danke. Herzlichen Dank. So, mal beim Stadttheater vorbeifahren, ja? Warum willst du denn nicht ins Fernsehen? Da kannst du dir doch was dazu verdienen. Das geht dich nichts an. Okay. Entschuldige, komm, bleib sitzen. Ich wollte dir das ja alles schon vor langer Zeit erzählen. Also gut, jetzt. Ich will nicht ins Fernsehen, weil da Leute zusehen, die mich von früher kennen. Ich habe ja nicht immer das Klo im Goldwasser gemacht. Mein Arthur hieß Friedrich. Und ich liebte ihn. Und er hat mich betrogen und belogen. Und ich wollte ihn nicht verlieren. Und so wurde dann eben aus der zuverlässigen und guten Hauptbuchhalterin
eine Betrügerin. Oh Gott. Na, den lass mal außen vor. Es war nur meine eigene Dämlichkeit. Es kam natürlich raus. Ich ging in den Knast und Friedrich verschwand mit der Knete auf Nimmerwiedersehen. Wie lange warst du denn im Gefängnis? Ein halbes Jahr. Der Rest auf Bewährung. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Aber ich werde es mir nie verzeihen. Typen wie Friedrich, die rieche ich auf 10 Kilometer. Aber die netten, die liebenswerten, die guten Männer, die spüre ich auch sofort. Deswegen hast du Arthur von Anfang an nicht gemacht, ne? Ja. Ich hab's gemerkt und ich hab auf dich eingeredet wie auf ein lahmes Pferd, aber du hast einfach nicht zugehört. Mischucke. Hm. Was machen Sie da? Was Sie da machen? Bibi Händel, du hattest recht. Sie ist scharf auf mein Geld. Aber das darf doch nicht wahr sein! Rosa Echte, angebliche Spitzenköchin, ist nichts weiter als eine geldgierige Betrügerin. Widerlich! Sie haben Harry Hansen geohrfeigt? Wunderbar. Das hat er schon lange mal verdient. Das ist überhaupt nicht komisch. Er hält mich für eine Betrügerin. Das ist doch Unsinn. Jetzt bin ich wieder ohne Job und meine Tochter kriegt ein Kind und macht kein Abi und ich weiß überhaupt nicht. Rosa, das kommt alles wieder in Ordnung. Vertrauen Sie mir. Ich sehe das wie Sie. Diese Vivian ist nicht sauber. Mir ist nur noch nicht klar, was wirklich dahinter steckt. Ja, und einen Versöhnungsbrief ins Grab zu buddeln, ist auch ziemlich gaga. Sie haben recht. Es ist ziemlich gaga. Kommen Sie, ich mache uns einen Tee. Hallo, Herr Professor. Kommen Sie, wir sind spät dran. Gott, Julia, ich habe Sie ganz vergessen. Ja, dann will ich nicht weiter stören. Entschuldigung, dass ich Sie aufgehalten habe. Rosa, bitte warten Sie. Ich glaube, ich könnte Ihnen da was erklären. Was gibt's da zu erklären? Ist Ihnen was dazwischen gekommen? Wie? Ich hatte doch gar keine Wahl. Den Laptop hast du selber gekauft. Und die Waschmaschine und den Fernseher vor einem halben Jahr. Und alles ganz regulär gekauft und nichts billiger erstanden von irgendwelcher Kundschaft. Aber ihr hättet es doch sonst nicht genommen. Natürlich nicht. Aber ihr habt es gebraucht. Anastasia, du gehst arbeiten mit 70, weil deine Rente hinten und vorne nicht reicht. Ach was, komm, so ist es ja nur auch nicht. Damals, als der Friedrich sich dünne gemacht hatte, habe ich mir schon einen ganz schönen Schluck behalten. Und ihr habt euch immer so gefreut. Da wurde es mir richtig warm ums Herz. Ach Mensch. Also, bevor jetzt hier das totale Geheule ausbricht, schöne Grüße von Emil. Ja. Also, ich war heute beim Frauenarzt und er sagte, er ist gesund und er freut sich ganz doll darauf, uns kennenzulernen. Das arme Kind. Emil.
Ich habe gerade mit Robin telefoniert. Ganz viele liebe Grüße an den lieben Onkel Harry. Wie geht's ihr? Sie ist ganz fröhlich. Ich glaube, sie spürt, dass sie wieder gesund wird. Das wird sie sicher. Wir müssen nur ganz fest dran glauben. Ach ja, und die Fluggesellschaft hat angerufen. Ich stehe jetzt auf Platz 2 auf der Warteliste. Sieht so aus, als würde ich am Samstag fliegen. Und wenn Robin wieder ganz gesund ist, müsst ihr gleich beide nach Köln kommen. Versprochen. Ja, ich wollte zu Frau Echte. Ja, das ist gerade ganz schlecht. Hören Sie, ich bin Nikolaus Röder. Sagen Sie einen schönen Gruß und ich melde mich später noch mal. Ja, ja. Zu Nikolaus ist da. Sie sind doch Arzt, ja? Kommen Sie schnell. Anastasia, das ist Nikolaus Röder. Ah, da bist du schwerhörig. Ich will keinen Arzt. Haben Sie Schmerzen? Nein, ich gehe gleich tanzen. Röder, guten Tag. Hören Sie, ich bin Arzt. Ich habe hier einen dringenden Verdacht auf Herzinfarkt. Ganz ruhig. Kommen Sie bitte in die Grünstraße 42 zu. Arendt. Arendt. Danke. Pass auf, du gehst vors Haus und wartest auf den Rettungswagen. Ja. Wir brauchen die Versicherungskarte und packen Sie ein paar Sachen für die Dame zusammen. Nikolaus Röder, was kommandieren Sie denn hier so rum? Hm? Ich möchte nur ein bisschen helfen, auch wenn es nicht so aussieht. Ach, gehen Sie doch zum Teufel. Wissen Sie was? Patienten wie Sie sind mir die Liebsten. Kein Jammern, kein Wehklagen. Sie glauben gar nicht, wie mir das auf den Geist geht. Darf ich Sie ein bisschen höher nehmen? Hm. Kommen Sie. Vorsicht, so. Da, danke. So, was gut. Schön ruhig atmen. Du. Der ist wirklich ein Gentleman, wenn du verstehst, was ich meine. Wir müssen abwarten, bis sich Ihr Kreislauf wieder stabilisiert. Sie können im Moment nichts mehr für Sie tun. Danke. Anastasia ist die beste Freundin, die man sich wünschen kann. Ohne sie hätte ich das damals nicht überlebt. Ich habe Arthur wirklich geliebt und hätte ihm auch nie was Böses zugetraut. Aber dann hat er nicht nur mein Geld durchgebracht, sondern mich auch noch mit seinen Schulden sitzen lassen. Das war eine schlimme Zeit. Und Anastasia hat sie getröstet? Von wegen? Beschimpft hat sie mich. Ich bin gesund und danke. Meine Tochter ist gesund. So aufhören zu jammern und zu heulen, das war genau das Richtige, das habe ich gebraucht. Ich langweile Sie, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie mich langweilen. Jedenfalls habe ich... Was wollten Sie eigentlich bei mir? Ach so, ja. Ja, ich dachte mir, Sie wollen ja vielleicht auch wissen, was in Vivians Entschuldigungsbrief an Ihren Bruder steht. Woher wissen Sie das? Ich habe auch gebuddelt. Ja, und was steht drin? Nichts. Die Schatulle war leer. Also alles Theater? Da läuft ein ganz linkes Ding. Unter Garantie. Wir müssen Harry helfen. Obwohl er es nicht verdient hat. Ich habe ein bisschen im Internet gesucht. Vivian Connaught, Neuseeland. Bingo. Was sagen Sie dazu? Also, entweder ist das hier nicht Vivian Connaught oder die da drüben ist nicht Vivian Connaught. Aber die kommt mir irgendwie bekannt vor. Schauen Sie mal. Ja, klar, das ist die Zwillingsschwester von Charles. Sie sieht aus wie Charles und die da drüben sieht ihm nur ein bisschen ähnlich. Oder sie hat sich ein bisschen ähnlich machen lassen.
Ich hätte es besser gekonnt. Charles ist auf eine Betrügerin reingefallen. Was machen wir jetzt? Vielleicht kann uns ja die echte Vivian Conard weiterhelfen. Wir schreiben ihr jetzt einfach, was hier so vor sich geht. Ihr Taxi müsste eigentlich gleich da sein. Mhm. Also ich melde mich, sobald ich mit Harry gesprochen habe. Gut. Was würden Sie sagen, wenn ich Sie jetzt frage, ob wir noch ein Glas Wein zusammen trinken? Warum fragen Sie nicht eine von den Damen, die Sie ständig umlagern? Hm? Die mit dem Cabrio oder die mit der Nerzstola? Oder die mit den Blumen oder die, die den Champagner angeschleppt hat? Die war aber zu jung für Sie. Bevor Sie mich jetzt auch ohrfeigen, das sind alles ehemalige Patienten, die mir dankbar sind. Sie hatten alle schwere Unfälle, ich habe sie operiert. Ich habe ihnen sozusagen ihr Gesicht wiedergegeben. Mehr ist nicht. Darf ich dich was fragen? Was? Magst du wirklich keinen Tschaikowski? Doch. Aber noch lieber Vivaldi. Das darf ja nicht wahr sein. Wer ist dann die da drüben bei mir? Schau her, sie hat auf meine Mail geantwortet und ein Foto mitgeschickt. Das ist Barbara Kunze und das ist Robin Franklin, ihr Lebensgefährte. Beide haben auf Vivians Farm gearbeitet und sie hat beide rausgeschmissen, weil sie betrogen haben. Und bestohlen, weil die Briefe und Fotos von Charles, die sind ja echt. Genau, und hier ist noch eine Nachricht für dich, ganz persönlich. Lieber Harry Hansen, ich weiß nicht, ob wir uns jemals im Leben begegnen werden. Aber Sie sollen wissen, dass ich an dem Zerwürfnis mit meinem Bruder Charles die alleinige Schuld trage. Ich konnte ihm nicht verzeihen, dass er einen Mann, dass er Sie liebte. Vergeben Sie mir Ihre Vivian Conard. Wieso hat Charles mir das nie erzählt? Wahrscheinlich wollte er dich damit nicht belasten. Charlie? Was machen wir jetzt mit der feinen Lady da drüben? Du hast das Geld an Robin Franklin überwiesen. Ja, aber Robin Franklin ist kein kleines Mädchen, sondern ein korrupter Schafzüchter. Scheine Scheiße. Ganz ruhig, Harry. Rosa und ich, wir haben eine Idee. Rosa und ich? Ja, Rosa und ich. Kannst du mir mal sagen, wo du jetzt herkommst? Ja, ich habe mir Sorgen gemacht von der Erfindung des Mobiltelefons. Hast du noch nichts gehört, was? War ein bisschen schwierig zu telefonieren. Schlechte Ausrede, man kann immer anrufen. Manchmal nicht. Ein Kerl? Dieser Professor. Naja, Anastasia hat ja gesagt, er ist ein Gentleman. Und wenn Anastasia das gesagt hat, dann hast du meinen Segen. Komm, zieh dir was an, wir müssen los, wir brauchen dich. Was? Bitte treten Sie ein. Herr Professor, ich bin ja wirklich sprachlos. Aber ich bitte Sie, Harry hat mir so von Ihnen vorgeschwärmt, da wollte ich Sie doch wenigstens mal kennenlernen. Oh, das finde ich ganz entzückend von Ihnen. Bitte erzählen Sie mir von Neuseeland. Ich bin so neugierig. Als der Eiffelturm. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Grün, grün,
Mir hat noch nie jemand als geldgierige Betrügerin beschimpft. Mir hat noch nie jemand eine Ohrfeige gegeben. Haben Sie sich verschluckt? Nur ein Krümel, schon vorbei. Apropos Neuseeland. Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen, was Sie sicher interessieren wird. Kommen Sie mal mit. Oh, wonderful. Bitte schön. Ich bin wirklich gespannt, was Sie dazu sagen. Au, boah. Bitte kümmere dich um Harry. Frau Kunze, Sie überweisen jetzt sofort die 250.000 Euro wieder auf das Konto von Harry Hansen. Im Gegenzug... Sie haben es doch selber gesehen. Das Geld wurde an Robin Franklin überwiesen. Ich habe gar keinen Zugriff auf das Konto. Im Gegenzug verzichten wir auf eine Anzeige wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Sie haben doch gar keine Beweise gegen mich in der Hand. Und wegen versuchten Totschlages. Es kann auch noch schlimmer kommen. Harry Hansen liegt im Koma. Der Rettungswagen wird gleich hier sein. Ich habe aber gar keinen Zugriff auf das Konto. Tja, dann. Halt, stopp! Ich probier's. Da sehen Sie, es geht doch. Hier sind die Kontodaten. Moment, und wer garantiert mir bitte schön, dass Sie nicht doch die Polizei rufen? Keiner. Tja. Perfekt. Ohne dich zu sein, hab ich mich so beeilt. Ihr Schweine, ihr habt mich reingelegt. Gnädige Frau, darf ich Sie bitten, mein Haus zu verlassen? Fuck you. Ja? Warum heulst du denn? Wir brauchen dich, Anastasia. Ihr müsst mir jetzt beide was versprechen. Keine Tränen und kein Gejammer. Denkt an die schönen Zeiten, die wir miteinander hatten. Und vor allem, trinkt ein großes Glas Wein auf mich. Du auch, meine Kleine. Macht's gut. Ihr beiden.
Ich esse wieder, ich arbeite wieder, ich lebe wieder. Das habe ich euch zu verdanken, ganz besonders Rosa. Rosa ist ein Mensch, den man sehr selten trifft. Sie sind so... Wie soll ich das sagen? Sie sind die einzige Frau, wegen der es mir fast leid tut, schwul zu sein. Oder andersrum gesagt, schade, dass Sie kein Mann sind. Also da bin ich ja nun wirklich ganz anderer Meinung. Ich möchte auf Anastasia trinken. Unsere beste Freundin. Mhm. Auf Anastasia. Anastasia. Ich weiß, ich bin sehr schwer zu ertragen. Umso mehr würde es mich freuen, wenn Tanja Lust hätte, mit mir zusammen am nächsten Album zu arbeiten. Ja, klar. Gerne. Und zweitens wünsche ich mir, dass Rosa mir verzeiht und bei mir bleibt. Wir können über eine Gehaltserhöhung sprechen. Kannst du sein Angebot annehmen? Kommt auf die Gehaltserhöhung an. Stopp! Ich bin mir nicht sicher, ob ich meiner zukünftigen Frau gestatten soll, bei einem solchen Kotzbrocken zu arbeiten. Was? Moment mal, also vielleicht kann ich da auch noch ein Wörtchen mitreden. Wie kommst du da drauf, dass wir... Ich liebe dich. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Mach nur.